Der neue Honda Jazz in seiner dritten Modellgeneration setzt die klassischen Jazz-Tugenden in modernisiertem Gewand fort. Die kompakte Karosserie mit 4 Meter Außenlänge sorgt für entsprechende City-Tauglichkeit. Die Fahrzeugform erinnert nach wie vor an einen kleinen Kombi. Das Heck ist nicht so steil wie einst, womit etwas Platz im Kofferraum verschenkt wird. Andererseits wirkt das Heck dadurch sportlicher, ein Aspekt, der bei Honda immer eine große Rolle spielt. Das geniale Honda-Sitzsystem Magic Seats ist natürlich auch beim Jazz an Bord. Durch einfaches Hochklappen der Sitzflächen entsteht hinter den Vordersitzen eine sehr gut nutzbare Ladefläche. Der Kofferraum fasst 354 Liter, wer umklappt, kann auf bis zu 1314 Liter erweitern. Erfreulich, die Ladefläche ist auch beim neuen Jazz sehr tief und flach, das erleichtert jegliche Transportaufgaben. Verzurrösen sind ebenfalls vorhanden. Unter dem Kofferraum ist eine tiefe Mulde für Ersatzrad- oder Reifenreparaturset und anderen Kleinkram. Der Innenraum fühlt sich wohnlich und sauber verarbeitet an. Platz ist auch auf den hinteren Sitzen reichlich vorhanden. Mit dem fahrerorientierten Cockpit ist man schnell vertraut, wenngleich Honda von Design und Haptik auch hier eigene Wege geht. Auch das Honda-eigene Multimedia-System, das auf Android basiert, ist an Bord. Vor dem Schalt- bzw. Automatikwählhebel warten diverse Anschlüsse und ein großes Ablagefach sowie zwei Ausformungen für Getränkedosen oder kleine Flaschen. Eine weitere große Ablage befindet sich unter der Mittelarmlehne. Da sind nochmals Strom- und USB-Anschlüsse untergebracht. Die Fahrerarmlehne enthält die üblichen Bedientasten. Zahlreiche weitere Getränkeablagemöglichkeiten sind ebenso vorhanden. Der 1,3 Liter Benziner mit 102 PS wird im Testwagen über eine CVT-Automatik angesteuert. Diese ist normalerweise unauffällig, erst bei starken Beschleunigungsmanövern oder Zwischensprints ist das CVT-typische Motorhochdrehen deutlich wahrnehmbar. Wer sportlich flott unterwegs sein will, muss das Gaspedal zudem recht energisch und tief durchtreten. Das hilft andererseits, im Normalbetrieb besonders spritsparend unterwegs zu sein und Verbrauchswerte unter 6 Liter zu erreichen. Alles in allem ist der neue Honda Jazz eines der attraktivsten Modelle seiner Klasse. Die herausragenden Vorzüge sind das Platzangebot für Passagiere, Koffer und sonstige Transporte samt dem Honda Magic Seat System, die saubere Verarbeitung, die gute Ausstattung und der moderate Verbrauch. Die Jazz-Preise starten derzeit bei 16.490 Euro für das Modell Trend mit 6-Gang-Schaltgetriebe. Für die Variante Trend CVT-Getriebe sind mindestens 17.905 Euro zu kalkulieren. Da sind Ausstattungsmerkmale wie Klimaanlage, Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung sowie Tempomat bereits enthalten.